Wieder einmal stehe ich hier an dieser Stelle. Wieder einmal höre ich die Suge da drüben. Naja, knurren halt. Es sind immerhin noch Wölfe. Sie sind immer noch am Knurren. Glanimed. Was ein merkwürdiger Name, aber ist in Ordnung. Auf zum Flammengraben. Meine Güte. Dringe von hinten in das Schloss ein. Okay, ich hab's gesagt, ja? Ich hab's gesagt. Das ist ein Satz, den ich nicht lesen will. Keiner sieht mich. Ich bin förmlich unsichtbar. Was geht, Leute? Is now really the time to be worrying about him? We've still got a job to do. Ja, das ist wirklich so. Hallo, da sitze ich, bin ich. What? Hundeohren. Oh Gott, ich erschieße mich bei diesen Leuten. Ihr müsst nicht immer denselben Satz sagen, Leute. Nicht immer denselben Satz. Okay. Also ich muss nicht jedes Mal, ich bin ja überrascht, dass es hier Eulen gibt, so ja. Wie überrascht kann man sein, dass man das jedes Mal sagt? Ne? Oh naja, okay. Gates of fire sure look intimidating once you see them up close. We can't say this place is truly liberated until we do something about them. What are you muttering about? Stay focused. We still have to take down Balseth. Ja, wir müssen noch Balseth platt machen. Außerdem Safran einsammeln. Wie in jedem guten Tales auf Spiel gibt es die statuserhöhenden Kräuter. Nur ob ich den benutzen werde, wer weiß. Okay. Ich dachte, Moment. Achso, okay, ich soll tatsächlich gehen. Moment. Ist doch gar nicht nach da. Okay, dann gehen wir erstmal nach da. Ihr kennt das ja. Oder zumindest so weit wie ich kann. Außerdem sitzt da eine Eule auf dem Boden. Eine Augenklappen-Eule. Nee, eine arme, verletzte Eule. Oh Gott, die Arme. Ist so der erste Minuspunkt, den ich denen geben würde. Entweder halten sie die Klappe und sagen nichts, oder man packt mehr Sätze rein. Ich meine, wahrscheinlich wird es ein bisschen Variation geben, wenn wir mehr Partymitglieder haben oder so, aber... Die besten Siege sind die, wo wir alle überleben. Ja, das ist richtig. Wir sollten uns näher zur Service-Entrance kommen. Gut. Lass uns in die Arme gehen und ihre Dahl! Könnt ihr euch das vorstellen? Da steht einer die ganze Zeit und zeigt da lang! Da lang! Oh mein Gott! Vielen Dank für den Hinweis, ohne dich hätte ich das nicht gefunden. Das kürzeste Terz auf Ever, alle in der Lava gestorben. Ich würde ja gerne sagen, schön hier, aber ist das nicht zu heiß? Ohne Witz. Wenn man in so einer Eisenrüstung ist und dann ist da überall Hitze und so? Ich meine, ich erwarte nicht, dass die Leute hier in Strandrüstung kämpfen oder so, so nach dem Motto Badeshorts, aber... It's already started. We need to hurry. Hold on. You should take the blazing sword. Are you sure? Yeah. We don't know what might happen up ahead. It's better to have it and be ready than to be caught in a fight without it.
with flames. I took the liberty of cutting the flow of energy from the Master Core. I may be giving you the sword, but you still need me to unleash its power. Try not to forget that. Okay, nice. Inferno-Strom. Ein fegender Angriff mit dem Flammenschwert, der den Bereich um den Gegner herum verbrennt, verursacht Schäden beim Anwender. Nicht super, super nice, aber... naja, Dunkelritter, daran erinnert mich das halt, ne? So ein Dunkelritter-Move. Niederschreckung per Boost-Angriff 35. Ah ja. Ja, flammende Schneide-Explosion. Ermöglicht es, die flammende Schneide zu laden für mehr zugefügten Schaden bei höherem KP-Verbrauch. Ah ja. Ja. Erhöhter Schaden bei Niederstreckung. Okay. Beschleunigt die Ladenzeit für flammende Schneide. Okay. Aufsteigender Phönix. Flammende Schneide. Greift den Gegner mit einem Flammschwert in der Hand an und wird zu einer Inkarnation des Phönix. Verursacht Schäden beim Anwender. Ne, da erlaube ich mir, weil das Standarddinger sind, dass ich das, wie gesagt, mache. Ne? Hier oben, das sind, wie gesagt, alles die DLC-Dinger. Das lasse ich mal weg. 8 Mahlzeiten kochen. Durch Boost-Angriffe vom Himmel geholte fliegende Gegner. Flammenschwert von Eisenmaske, Boost-Angriff. Führt einen glühenden Drehangriff aus, der den eigenen Körper von Eisenmaske verbrennt. Der Angriff ist großflächig und bringt fast jeden Gegner zu Boden. Er wird stärker, je mehr KP du opferst. Okay. Jetzt haben wir allerdings so einen Mini-Bereich des Schlosses weggelassen. Aber da ist auch nichts. Ich frage mich allerdings, wie das Schwert befestigt ist. Ich meine... Theoretisch müsste ich mich das bei beiden fragen, weil die alle in der Luft hängen. Aber dann wiederum, Shion kann ja die Dinger aus, also ihre Gewehre aus dem Nichts holen, von daher. Just a minute. Achso, ich dachte, ich lerne jetzt endlich mal Überraschungsangriffe. Nicht ganz. Eisenmaske kann KP opfern, um flammende Schneide auszuführen. Ein weitreichender Angriff mit dem Flammenschwert. Halte Dreieck, Viereck oder X gedrückt, damit er nach einem entsprechenden Art eine auslöst. Flammende Schneideangriffe kosten keine AL. Flammende Schneideangriffe fügen Gegnern am Boden zusätzlichen Schaden zu. Nachdem du eine bestimmte Fertigkeit erlernt hast, kannst du die Taste länger drücken, um mehr KP von Eisenmaske für mehr Wucht zu opfern. Okay. Wer bist du? Time to see what this blazing sword can truly do. And I won't show you any mercy. You got spirit. Yeah. Rising Phoenix. Here I come. Das war zwar Rising Phoenix, aber nicht das, was er sehen wollte. Aber. Boostschläge erledigen Gegner mit einem Schlag und werden mit Verbündeten ausgeführt. Erscheint bei einem Gegner Schlag, drücke das Steuerkreuz, um sie sofort einzusetzen. Boostschläge sind bei geringen Gegner-KP und höheren Kombozähler häufiger. Sieht schon schnick aus. Ne? Okay. Sollen wir durchrennen? Got it. Oh, okay. Flammen absorbieren. Na gut. Our work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. HP 8. HP. So. Okay. Wow. Sure. Naja, aber
We can cross through now. Good. We're pressed for time. So gerne das Spiel jetzt auch will, dass ich diese Fähigkeit nicht unbedingt alle 5 Sekunden einsetze. Außen rumgehen. Where the hell is Balsef? If we don't hurry up and find him. You're too close. Try to stay farther apart. Oh, right. Sorry about that. Was I really that close? I guess I'm just not used to standing right next to people. You mean because of your thorns? You're a surprisingly nice person. What? You don't think so? I mean, you just made sure your thorns wouldn't... You can keep your opinions to yourself. You don't know the first thing about me. I'm not saying I know everything about you. Sheesh. No need to bite my head off. You just can't take a hint, can you? What? I'm sorry. You're right. I don't know what sorts of hardships you've been through. After all, what could I possibly know about pain? I know you didn't mean anything bad by what you said. The throne room is up on the next floor. That's probably where we'll find Balsef. Hey. What? If there's something you want to say, just come out and say it. Huh? I hate when I feel like people are laughing at me on the inside. Especially someone like you, where I can't read your expression. What? Why would I laugh at you? What are you talking about? My outfit. As soon as you saw me in those ruins, you wanted to say something, didn't you? Oh, it's not that. It's just... Just what? Nothing. You're a truly awful person. You know that? An awful... Hey, you're the one jumping to conclusions about what I think. You're not one to talk. Then prove me wrong and tell me what you were really thinking. It wasn't anything mean about you, I promise. I don't believe that for a second. And it doesn't matter what the hell I tell you. You'll always doubt me. Ich entschuldige mich für den kleinen Moment, wo jetzt im Prinzip gar nichts passiert ist. Was soll ich sagen? Direkt wieder mal Familie, ne? Man sitzt hier, denkt sich, man kann aufnehmen. Ja, nee, bitte gib mir den Autoschlüssel, damit wir wohin fahren können. Ja, okay. Au. Naja, anyway. Vielleicht denke ich auch dran und schneide das kleine Stückchen raus oder so. Mal gucken. Das ist ja nichts Schlimmes. Ich höre nur das Klingeln und das heißt für mich direkt wieder, jetzt kannst du wieder erstmal zur Tür laufen. Währenddessen den Part versuchen zu unterbrechen. Ich habe mal wieder vergessen, dass ich dafür in der Nähe stehen sollte. Wäre zumindest vom Vorteil, wenn ich hier näher stehen würde. Sagen wir es mal so. Naja, anyway. Ja, große Gegnerkämpfe, schöne Sache. Einfach hier mal den Phönix rauslassen, so zabam. Weil wir können, weil es cool aussieht. Barely a blip on our radar. Aber ja, Dunkelritterfähigkeiten, immer eine schöne Sache. Ist immer noch eine meiner Lieblingsklassen, die es überhaupt in Final Fantasy gibt. Damit meine ich dann auch das in Anführungszeichen böse Final Fantasy 14, was ich jetzt, wie die meisten meiner Fans wissen, ist ein rotes Tuch für mich, war aber da meine Lieblingsklasse, habe ich gerne gespielt.
Na, aber sowas hier meine ich. Natürlich benutze ich das einfach, weil ich kann, weil dann der Weg frei ist, weil das aussieht, als wäre ich da gewesen, weil ich Sachen untersucht habe. Scheiß drauf, weil ich dann weniger heilen kann. Heißt ja eigentlich auch nur, muss ich besser spielen, ne? Am Endeffekt ist es dieses... Also hier an der Stelle war es jetzt dann tatsächlich hin. Du kannst hier lang gehen, um das Ding da zu bekommen und um die Kämpfe zu umgehen. Oder du machst die Kämpfe halt. Und er kennt mich. Bei mir ist natürlich die Variante, ich mach die Kämpfe. Der wird doch nicht funktionieren, oder? Ja, wollte schon sagen, irgendwie sowas. Aber wenn er auf einem höheren Stockwerk sein soll, wir jetzt aber auf ein höheres Stockwerk gehen, um einen Schlüssel zu suchen, ist das dann nicht egal. Looks like there are still some soldiers inside the castle. It's still less than it would usually be. The diversion must be working. Everyone, stay safe. Oh, Kartenaktion, der Aufzug ist ja auch hier. Naja, anyway. Having second thoughts? No, I was just thinking about the blazing sword. Whenever I hold it, I feel wrong somehow. Is relying on a sword from a Renan Master Corps that repulsive? It's not about that. It's just... It's hard to explain. It's like the sword is almost too strong. I don't know what's got you so worried, but in case you forgot, that sword is the only reason we have a fighting chance against a lord. I know. You don't need to keep telling me. Well, good. That said, the longer you use it, the more you get burned by it, too. We need to remember to patch you up quickly when that happens. A double-edged sword in every sense. Since you can't feel pain, you'll need to be careful, okay? Are you actually worried about me? Is that a problem? Look, I need you if I'm going to take out the Lords. And I can't have you dying on me before that happens. That's my only concern. Na klar. Na klar. So eine Zunde. du Dummchen. Nein. Nein. Ich mache mir keine Sorgen um dich. Naja. Anyway. Ah ja, man merkt so langsam... Auch durch die bessere Waffe, ne? Man merkt hier so einen schönen Unterschied. Mittlerweile machen wir die Gegner relativ zügig platt. Also zumindest die Wölfe. Aber da haben wir es wieder. Natürlich mache ich das Ding hier auf. Da ist immer eine Schatztruhe drin. Also würde ich jetzt sagen, mache ich jetzt nicht, weil... Sind meine HP wichtiger oder so? Nein, nein. Aufmachen. Alles aufmachen. Ja, und natürlich, wenn es jetzt ein unglaublich krasses Spiel wäre, würden wir wahrscheinlich die Knochenfragmentrüstung auch sehen. Legend of the Gaia. Aber ist vielleicht ein bisschen zu viel, weil... Na, Tales of war immer... Im Endeffekt... Nur Kostüme. Und das ist auch okay. Da habe ich kein Problem mit. Ich finde sowas halt super cool, wenn man halt ständig jedes Kostüm sehen kann. Aber dass es das so nicht gibt, ist völlig okay. Von daher habe ich damit kein Problem. Oh, war es doch schon? Yeah. Betrachte dich als erledigt. Bam, Kampf vorbei. Das war schon schön. Also für mich zumindest. Ich fand das sehr cool. Ich sage, die Kämpfe als solches machen mir schon Spaß. Ja, in der Tat. You can't feel the heat. I don't think I've been more jealous of anything in... Gut, aber auch zugegeben, die Ritter, wie man sieht, sind ja immer in Level 10. Da steckt natürlich schon ein bisschen mehr Wumms hinter. Wahnsinn. Einmal den, in der Luft die Vierer-Kombo, wieder den Wyvern-Schlag und bam, weiter geht's. Wow. Ja, das dürfte kalt sein. Aber vielleicht perfekt für diese Umgebung.
Und Ende. Ich mag diese Finisher. Ich habe ja gesagt, ich mag ja schon dieses Verlangsamen. Na, diese Momente, wo die Zeit nicht anhält, aber langsamer wird, wie gesagt, wie in Kingdom Hearts, wenn man einen Boss gerade den letzten Schlag verpasst. Das liebe ich. Eine unerlässliche Hilfe, wenn man feindliche Kräfte so schnell wie möglich auslöschen will. Weniger Durchdringung, mehr Angriff. Dafür kriegt sie dann das und hat mehr Durchdringung. Gut. Dann natürlich hier PS5-Grafik oder halt Next-Gen-Grafik oder was auch immer dazu richtig schön in Szene gesetzt. Es sieht schon hammergeil aus, kann ich immer wieder sagen. So, hast du wieder mehr Käfer, die du gerade machen kannst. Gemini Aqua. Erinnert mich an. Naja. Mega Man. Oh, Moment, was? Du verlierst die Schätze. Da meine Brieftasche. Kann meine Brieftasche voll sein? Gott, wo kommt man denn da hin? Wo meine Brieftasche mal voll sein könnte. So. Eine irgendwie abscheuliche Vorstellung. Irgendwann ist meine Brieftasche voll. Aber ich bezweifle, dass das irgendwann mal tatsächlich passiert. Are those armed soldiers ganging up on a kid? They're attacking him. We have to save him. Also bisher steht er nur da und macht gar nichts, nur um fair zu bleiben. Du bist es, hey! Dich kenne ich doch. We'll see about that. A freezing storm. Ja, das sah schön aus. Ein richtiger halber Flickflack da. Aha. Naja. Ein bisschen langweiliger Finish, aber ne. Ne. Vertont? Nicht vertont? Na, was wird's sein? Bist du okay? Was warst du überhaupt hier? Working, most likely. Danon's slaves that can't handle manual labor outdoors are put to work in the castles as servants. I'm surprised you didn't know. The soldiers got really mad all of a sudden and everyone ran away. I was the only one that got caught. And it's good that we found you, but it's still not safe here. You need to get out of here before any more soldiers find you. Understand? Yes, ma'am. Thanks for saving me. Oh, here! You can have this! Don't touch me. I'm sorry. I only wanted to... It's not your fault, kid. Don't sweat it. Can I take it instead? Sure! It's the key to the elevator here! Will it help you guys at all? Definitely. Thanks, kid. Now get going. And be careful on your way out. So, not too happy about a slave touching you, huh? This isn't the time. We should keep moving. Okay. Weißt du, für einen Aufzugsschuss sieht dieses Ding sonderbar kompliziert aus. Warum haben René ja immer den Drang, alles übertrieben zu verzieren? Wir verzieren nicht alles. Ich schätze, dass dieser Schuss eine besondere Bedeutung hat. Sondern Aufzugsschüsse, oder? Ja. Dann sehen wir mal, wo wir landen. Ein primitiver Schlüssel? Er ist
zu hübsch und ist verziert, ist gleichzeitig aber ein primitiver Schlüssel. Ignis Celestra. Erhöhter Schaden in der Luft. Erhöhter Art Wirkwiderstand, okay. Explosionsscharfschütze. Wenn du die Taste für Bombenwurf gedrückt hältst und sie dann loslässt, feuerst du Spezialmunition auf eine Bombe. Dadurch explodiert sie heftiger. Deine Spezialmunition wird rechts neben der L angezeigt. Du kannst Spezialmunition mit R1 nachladen, wenn sie auf 0 sinkt. Oder jederzeit, indem du L2 und R1 drückst. Ja, nicht, dass ich sie irgendwann spielen werde, weil ich mich kenne. Ich bin ein einfacher Mann mit einfachen Bedürfnissen. Ich weiß nicht, ob es jemanden frustrieren wird im Laufe des LPs, aber ich hab... What the hell is that then? A spirit vessel. It's what the Renans use to harvest astral energy from Danans. So that's where it all ends up, huh? Damn them. Das fällt ihm jetzt erst auf? Das habe ich schon eben weiter unten gesehen. Aber ich bin halt wirklich ein simpler Mann. Ich nehme einfach mein Schwertkämpfer, der schön draufhauen kann, dann ist gut. Meistens ist es ja tatsächlich der Hauptcharakter, den ich nehme. Oder ich könnte auch sagen, der erste Charakter, den ich einfach nehme. Na, man gibt mir einen Charakter, ich mache mich mit dem Charakter vertraut und mit dem Charakter spiele ich dann. Da brauche ich nicht noch extra 15 andere. Ich bin immer ganz froh, wenn kompliziertere Charaktere von anderen, also was heißt von anderen, wenn sie als NPC gesteuert werden und dann ist gut. So. Auch das ist halt so ein Ding, muss jeder für sich selbst wissen, ne? Au. Ah, so ein Rumschwung gemacht. Der hat mich auch getroffen, meine Güte. Ich übe noch. Also ich übe noch auf tatsächlich wirklich jede Art direkt zu reagieren, aber naja. Kriege ich nicht immer hin, aber es läuft ganz gut, würde ich sagen. Yeah. Übrigens minimal frustrierend, dass ich nicht einfach schlagen kann, weil ich habe auch immer so dieses Bedürfnis, da sind Fässer, da sind Kisten. Ich habe immer dieses Bedürfnis, solche Sachen aufzuschlagen. Es wird kein Minuspunkt oder so für Spieler als solches. Ich würde es halt nur gerne machen. Oh, Tauben. Ist das ein Fuchsschwanz? Ne, Hundeschwanz, ne? Ja. Hasenschwanz. Okay. Ich weiß übrigens nicht, wie ich gerade auf Tauben kam. Es sind definitiv Hühner, aber naja. Naja, wenn wir schon dabei sind, ne? Hast du eingesammelt? Nein. Jetzt aber. Besser! Guess this thing needs a different key to activate. Was? Achso, echt? Okay. Das ist völlig in Ordnung, weil ich erstmal weitergelaufen wäre. Von daher kann ich mich aktivieren. Ist in Ordnung. Tue ich jetzt nicht sonderlich unglücklich drüber. Immer dieses Summen. Aber ich könnte ihn verstehen tatsächlich. Summen ist furchtbar. Ne? Beispiel: Man legt sich hin, will pennen. Es summt irgendwas im Zimmer rum. Dann kann man nur noch sagen, das war's dann mit Schlafen. Ne? Da hat sich das dann auch erledigt. Von daher, ja, wenn da irgendwas rumsummt, ach, kann ich ja auch überhaupt nicht leiden. Ja. Yeah. Ah, sieht immer wieder so schön aus.
work is done here. Let's move. I'm right behind you, Shion. Da wird's höher gehen, wollen wir aber noch nicht. Wir wollen erstmal hier hin. No choice. You're mine. Hab ich jetzt mal so festgelegt. Oh yeah, perfekt ausgewichen. Yeah, wunderbar. Hat ja nicht ganz so viel gemacht wie heute, aber Gegner sind am Sterben. Das ist die Hauptsache, ne? Wie immer. Ah, echt jetzt? Echt jetzt? Ja, selber schuld, wenn ich dich treffe, wohl bemerkt, ne? Es wäre natürlich schön, wenn ich nach dem Kampf gefragt werde, ob ich die Items wegwerfen will, weil ich dann in der Zeit direkt tatsächlich einen Apfelgeh hätte benutzen können, aber... Naja. Ein bisschen Schwund ist immer, ne? Die ganzen Apfelgele irgendwann... Achso, hier war noch eine Tür. Fein. Guck an, hier ist tatsächlich der Aufzugsschlüssel, aber will ich den benutzen? Eigentlich nicht. Wenn ich ja eh Treppen habe zum Hochlaufen, ne, wofür dann das benutzen? That's not your run-of-the-mill enemy. Zu guter Letzt für heute werde ich wahrscheinlich gegen den kämpfen. Also einfach mal gucken, welches Level das Viech hat. Aber vorher gucken wir uns zumindest die Ebene als solche mal an. Weil ich einfach mal damit rechne, dass wir wahrscheinlich nicht gegen ihn gewinnen können, aber er ist da, ne? Und alles, was... Ah, Astralkernkorn-Dingensteile. Wenn ich mich jetzt zurück teleportieren könnte, wäre das cool. Weil wir damit zwei bessere Waffen machen könnten. Ne? Naja, ich spekulierte die ganze Zeit drauf, dass ich das perfekte Ausweichen wieder hinkriegen könnte, aber da waren sie dann schon alle tot. Und das ist der Aufzug, der mich einfach hoch und runter bringt. Und das hier wird der Aufzug sein, den wir nutzen müssen, um zu Borseth zu kommen. Aber erstmal Granat. That equipment should come in handy. Ja, gemessen daran, dass der wahrscheinlich ein feuerelementarer Boss sein wird. This place looks damn near the same on the outside as it does on the inside. Nothing but fire and rocks. I figured a Renan castle would at least be a little more elegant. Instead, it seems this one was very dedicated to a theme. Is that your idea of a joke? Don't lump the rest of us in with someone like Balseth. Then why does his place look so grungy? I guess you could say that's just the majority of what he's into. He likes fire and he likes rocks. He's an egotistical brute without a single shred of class. He even makes everyone call him by his stupid nickname, the Wild Beast. I feel sorry for everyone who's stuck having to work beneath him. Huh. Interesting. Why? I used to think all Renans were like him. Terrible people, obsessed with their own superiority, who are only out to make us miserable. But now, listening to you talk makes me realize that maybe there are some good ones too. Maybe there are a few of you that are different. Listen, I don't know what kind of Renan you think I am, but I have no intention of getting friendly with you. We clear? Crystal. Believe me, I wasn't about to suggest we go hang out and have a drink after this, that's for sure. What are those things I sometimes see you chuck out in the middle of fights? What, you mean my bombs? Bombs? As in the things people use to clear out rocks? But I could have sworn I saw something other than fire burst from some of yours. That's because these aren't ordinary bombs. They're specially made ones filled with astral energy. Hmm, okay. And why do you shoot the bombs after you release them?
It's a part of my strategy. The effects of my bombs change when I fire bullets of a different astral element at them. It makes it difficult for enemies to predict what effect they'll have, or when they'll go off. One moment you're using powerful bombs, the next you're using powerful healing arts. They're kinda on the opposite ends of the spectrum, aren't they? Think of it this way. If you ever get caught up in the blast of one of my bombs and you manage not to die, I'll be able to heal you using my arts. I'll do my best to not die then. Eine wirklich gute Idee. Sterben ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich in meinen Katalog aufnehmen würde von Dingen, die ich unbedingt machen wollen würde. Lass mal sehen. Ja, ich könnte hier hin und dann da wieder hoch. Okay. Das heißt, ich werde jetzt in diesem Video mit euch einfach noch gucken, ob wir gegen diesen komischen Armadillo da kämpfen könnten. Oder halt nicht. Ich werde einfach davor speichern, weil... Wenn ich es verhindern kann, lasse ich ein Game Over weg. Und mit Game Over meine ich halt einfach nur du hast verloren und so, ne? Die Nachricht will ich nie sehen. Nach dem Motto. Aber... Ist nur so für mich. Ich will einfach wissen, könnten wir kämpfen oder könnten wir es nicht. 13. Out of our way. 13 klingt machbar. Ja, weiß ich. Achso, der hat ja meine Schatzschutz. Try harder, my turn. Not the oh Gott. Das erinnert mich so ein bisschen an Armored Armadillo. Ne? Mega Man Fans, vereinigt euch dazu, aber Armored Armadillo, daran erinnert mich das gerade. Interessant, der Schwachpunkt ist ihm wieder neu gewachsen. Ich war schon am Überlegen, was macht man denn, wenn der Schwachpunkt nicht wiederkommt? Dann hat man halt einmal die Möglichkeit, den Schwachpunkt kaputt zu machen und das war's dann, ne? Aber halt nur einmal. Ich wollte schon sagen, du stehst aber äußerst ungünstig. Yeah. Doppel yeah. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe wieder Munition. Alles gut. Sie weiß manchmal auch nicht, was sie gerade will, aber ist okay. Ich verzeih ihr. Ah, das hat tatsächlich funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Irgendwie habe ich erwartet, das würde ihn nicht auf die Knie zwingen, aber es hat ihn auf die Knie getroffen. Meine Güte. Oh, da ist er wieder kaputt, der Kerl. Ja, aber ja. So, wieder aufgeladen. Jetzt kann er besser rumhüppeln. Ah, nur noch 1200. Das ist schön, dass wir wenigstens einen von denen platt machen können hier. Ein bisschen merkwürdig, dass sie einem halt diese Quest geben für den Gottesanbeter da. Aber, naja. Ja, das hätte ich vielleicht viel besser überlegen sollen, als sie da so hin zu teleportieren, aber ist egal. Gewonnen! Oh, gibt sogar eine Cutscene dafür sozusagen.
Guck mal einer an. Eine magische Blume, die maximale HP um 10 erhöht. Dank ihrer kristallisierten Astralenergie schimmert sie bunt. Nice. Die Ganzzeugen. In bestimmten Gebieten treiben sich riesige Zeugen herum. Gegen die zu kämpfen ist sehr schwer, aber du hältst seltene Objekte und viele FP. That took more energy than I expected. Das gefiel mir. Anyway, beim nächsten Mal, vorausgesetzt, ich darf mich zurückteleportieren, werde ich neue Waffen haben, werde euch hier oben wiedersehen. Und dann wird's wohl gegen Bolsef gehen.